Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 4. Juni und ich zeige heute mal, was ich hier den ganzen Tag so treibe. Also nicht den ganzen Tag. Vormittags habe ich ja oft noch Büroarbeit oder auch Haushalt und so weiter, putzen. Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 4. Juni und ich zeige mal, was ich hier so auf dem Grundstück so treibe eigentlich die ganze Zeit, wenn ich hier tätig bin. Ich bin ja nicht den ganzen Tag hier tätig, es gibt ja noch andere Sachen zu erledigen. Aber was ich hier mache, das zeige ich mal. Außer die Bewässerung. Die Bewässerung zeige ich nicht. Die nimmt einen großen, so 2 bis 2,5 Stunden am Tag schon in Anspruch, je nachdem, ob ich die Ananas noch gieße. Die Bäume sind separat, die haben auch schon ihre Bewässerung, aber das Gemüse noch nicht. Wir sind aber dabei, eine Tröpfchenbewässerung zu legen. Das wird aber eine extra Geschichte werden. Ich gieße mit der Gießkanne, ich habe unten den Schlauch liegen, ich muss dann da, ich lasse Wasser rein und dann gehe ich rum, drehe ich meine Runde mit meiner 12 Liter Kanne. Mit dem Schlauch kann ich mich nicht durchs Gemüse schlängeln, habe ich schon probiert. Der ist zu lang, da haue ich dann Sachen kaputt, das hat keinen Sinn. Das habe ich jetzt natürlich nicht gezeigt. Was ich zeige, ist jetzt die Pflege, wie ich immer so hier die Blätterchen abmache, die gelben und die braunen, die ja hier auch, hier ist ja ein starker Befall auch mit Mehltau und auch mit falschem Mehltau. Es ist einfach so, wenn ich nicht stark schwefeln möchte, muss ich so vorgehen. Ich habe ausreichend Ernte, trotzdem tragen die Paprika und die Tomaten und alle sehr viel. Die, die es hier nicht schaffen, dazu gehört meine Landgurke, dazu gehört auch die Paprika Pinocchio, leider auch meine heißgeliebte Herzie, die in Deutschland sehr gut funktioniert haben. Das geht hier nicht mehr, die sind extrem anfällig. Die anderen kriegen zwar auch den falschen Mehltau, also bei den Paprikas, das ist der falsche Mehltau von unten. Da würde auch Schwefeln gar nichts helfen. Die tragen trotzdem gut und die überleben das und da mache ich immer die Blättchen ab und das geht. Andere, die hatten dann zum Schluss keine Blätter mehr. Gerade die Gurke, die war so schlimm befallen, die habe ich mittlerweile raus. Das zeige ich. Ich zeige hier, wie ich aussehe, wie ich neue Pflanzen setze und so weiter und so weiter. Also da habe ich schon einiges zu tun. Hier, das ist klar, das ist alles viel Arbeit. Wir wollen ja hier auch alles grün kriegen. Wir freuen uns ja über jedes Blümchen, über jedes Insekt, was hier mittlerweile kommt, das immer vermehrter kommt. Da hänge ich auch noch mal ein paar Fotos dran. Da sind wir immer glücklich drüber, wenn hier sich ein paar Hummeln oder Bienen einfinden. Mittlerweile kommen die Bienen. Sie haben es jetzt auch kapiert, dass es hier was gibt. Schmetterlinge und sind wir ja sehr bemüht hier, dass alles irgendwann hier grün ist und auch mein Gemüse dichter steht. Viel dichter. Im Moment, es muss halt schon in Reihen stehen wegen der Tröpfchenbewässerung, aber viel dichter beisammen. Im Moment muss ich ja noch diese tiefen Löcher graben, Steine raus, Erde rein und so weiter. Also das ist im Moment noch ein bisschen, müssen sie noch weiter auseinander stehen, zumindest da, wo ich weitermache, wo ich noch nichts gepflanzt hatte. Aber da, wo ich schon was gepflanzt habe, da sehe ich schon, wenn ich da was raushole und was Neues reinsetze, das sieht schon ganz anders aus. Da fange ich schon gleich jetzt schon an, die Sachen dichter zu setzen. Weil auch die Erde da schon viel besser ist und viele Steine auch schon weg sind. Dann lege ich jetzt, ach, was ich noch mache, ich hänge natürlich auch die Ernte. Ernte gehört ja, das ist ja der Erfolg schlechthin, gehört ja dazu und auch die Zubereitung. Unter anderem zeige ich dann auch mal eine super gesunde und super leckere Schokocreme mit Zuchtfaktor. Was ich hier alles so zubereite, wer will, dem gebe ich auch gerne das Rezept. Da gibt es verschiedene Variationsmöglichkeiten, wie man die Sachen zubereiten kann. Aber es gibt so viele Rezeptsendungen da im Internet, da muss ich mich jetzt nicht noch dranhängen. Ich zeige das einfach nur in kurzen Sequenzen, was ich hier so, ja, andere nennen es, ja, der Alltag. Wie sieht das hier so aus, wenn ich hier auf dem Grundstück arbeite? Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Und jetzt geht's los.
Thank you.
Thank you.
Thank you.